Muss sich Gil Oferim vor Gericht verantworten? Die Leipziger Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung erhoben. Im Oktober 2021 hatte der Musiker behauptet, dass ihn ein Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisch beleidigt hat. Man habe daraufhin umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Leipzig. Vorausgegangen waren wechselseitige Strafanzeigen und Strafanträge des Hotelmitarbeiters und des Sängers. Am Ende seien sie zum Schluss gekommen, dass sich das von Oferim geschilderte tatsächlich so nicht ereignet hat. So seien zahlreiche Zeugen befragt und Videoaufnahmen mehrerer Überwachungskameras gesichtet worden. Das Verfahren gegen den beschuldigten Hotelmitarbeiter wurde eingestellt. Das Landgericht Leipzig muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Der Musiker erzählte damals in einem Instagram-Video, dass ihn der Mitarbeiter dazu aufgefordert hatte, seine Halskette mit einem Davidstern einzupacken. Erst dann dürfe er im Hotel einchecken, eine Welle der Entrüstung folgte. Gil Oferim hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.